Weichert. Ich leite die digitale Nachbarschaft. Das ist ein Bundesnetzwerk, ein Projekt von Deutschland sicher im Netz. Und die digitale Nachbarschaft hilft Vereinen dabei, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Also gibt es eine ganze Reihe von Workshops, von Handbüchern, sogar mobile Teams, die, wenn sie wieder fahren dürfen, Vereine beraten, die den Organisationen helfen, sich im digitalen Dschungel zurechtzufinden. Tatsächlich, glaube ich, kann man für das Jahr 2020 nur einen Hashtag nennen. Digitalisierungsbooster, würde ich sagen. Also in allen Bereichen ist deutlich geworden, dass Digitalisierung wichtig ist, dass wir gleichzeitig auch sehr viel aufzuholen haben. Und natürlich zeigen dann die Homeschooling- oder Homeoffice-Bereiche auch, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, sondern dass wir in allen gesellschaftlichen Bereichen sehr viel unternehmen müssen, um selber anschlussfähig zu sein. Uns treibt vor allem die Perspektive an, dass die Digitalisierung eben nicht nur ein Mittel der Arbeitserleichterung ist. Das ist mehr als die Benutzung von Apps. Digitalisierung ist ein Kulturwandel und damit auch ein Organisationswandel. Das bedeutet, dass wir in völlig neuer Art und Weise miteinander arbeiten. Und das bedeutet für die Zivilgesellschaft, dass hier ganz viele Potenziale stecken, dass jede Organisation sich darüber Gedanken machen kann, mit diesem neuen digitalen Mindset ihre Ziele viel, viel wirkungsvoller beispielsweise zu erreichen und damit auch Gesellschaft gestalten zu können. Also wie gesagt, mehr als App und Arbeitserleichterung hin dazu, dass wir neue Formen von Beteiligung erschließen und vielleicht auch eine ganz neue Schlagkraft bei der gesellschaftlichen Wirksamkeit unserer Ideen erzielen. Das würde ich mir wünschen von Digitalisierung. Die digitale Nachbarschaft unterstützt Vereine, wie ich eingangs schon sagte, mit Online-Formaten, mit Handbüchern, mit Seminaren und Lernvideos, sogar mit einem mobilen Team. Und es gibt eine ganze Menge von Basiswissen oder Basisfragestellungen, die da angegangen werden. Das geht von der Online-Kommunikation über den Finanzen und Mitgliederversammlungen in den Vereinen, die natürlich jetzt unter dem Spiegel der Digitalisierung nochmal eine ganz andere Rolle spielen und anders organisiert werden müssen, bis hin zu strategischen Organisationsentwicklungsfragen. Also kann jeder an seiner Stufe sich an die digitale Nachbarschaft wenden und erhält dort von den Referentinnen und Referenten in den Seminaren, aber auch in den Handbüchern die Informationen, die er benötigt. Und am Ende kann er sich sogar zertifizieren lassen, indem er unsere Angebote mit einem digitalen Check beendet und sich als sicherer Verein im Netz etablieren kann damit. Ich glaube, der Summit stellt genau die richtige Frage, die Frage nach der guten Digitalisierung. Ich selbst bin Politikwissenschaftler, da steht die Frage nach dem guten Leben immer im Mittelpunkt. Für uns ist gute Digitalisierung eben nicht nur Digitales als das technische Instrument zu sehen, sondern sich all die Fragen zu stellen, die im Rahmen von Digitalisierung darauf aufbauend eben auch eine Rolle spielen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Diversität, beispielsweise auch Digitalisierung und Achtsamkeit. Das sind viele Themenstellungen, die wir auf unterschiedlichen Ebenen beantworten müssen. Ja, am Anfang steht das Basiswissen und der Umgang mit Tools oder die Gestaltung der Website. Aber wenn das einmal geklärt ist, und ich hoffe, das können wir in der Art der digitalen Nachbarschaft tun, stellen sich den Organisationen neue Fragen. Und die anzugehen und gemeinsam zu gestalten, wird Aufgabe für die nächsten Jahre sein.